Hallo zum Thema Wachsschmelzen. Ja, uns haben die meisten Anfragen und Interessensbekundungen zum Thema Wachsschmelzen erhalten. Dazu haben wir ja schon einiges auf unserer Homepage veröffentlicht. Deswegen wollen wir hier nochmal genau den Aufbau demonstrieren. Wir haben das extra aus unserem engen Bienenhaus rausgeholt und hier jetzt mal bauen wir das unterm Carport auf, um zu zeigen, wie der Aufbau ist. Man kann alte, ausrangierte Segeberger Zargen nehmen. Hier eine zum Beispiel, wo der Specht schon mal Löcher reingehauen hatte. Die notdürftig zugespachtelten Löcher sieht man hier. Keine Auflagenschienen mehr. Das ist nur der Unterbau, der kann ruhig so mit Spinnweben versetzt bleiben. Hinten kleine Unterleghölzer, damit das Ganze ein bisschen schräger wird. Mathis, demonstriere mal, wie es weitergeht. Dann legt man das hier drauf, so dass das schön schräg ist und hier aufpassen, dass alles hier auch reinfließt. Hier kommt dann noch gleich heißes Wasser rein. So, dann kommt der Kochtopf hier drauf. Ja, vielleicht sollten wir auch den Unterboden, weil wir den dummerweise jetzt im Kalten gelagert hatten, auch mal mit Heißwasser übergießen. Sonst ist die Gefahr groß, dass hier nachher Wachs das alles. ganze Wachs drauf erstarrt. Gucken mal, wie kalt es heute ist. Hier am Thermometer, die Außentemperatur, die hier angezeigt wird, sind etwa 4 Grad. Also man kann das Ganze hier sowieso nur bei Wetter machen, wenn keine Bienen fliegen. Also im Sommer entweder bei Regentagen oder jetzt eben im Winter. Und da hier viel Wasserdampf entsteht, natürlich auch nur unter einer Überdachung, wie jetzt hier zum Beispiel mit viel Freiraum, wo der Wasserdampf dann abziehen kann. Im Bienenhaus war es uns ein bisschen zu eng zum Filmen, deswegen, wie gesagt, jetzt hier, aber da haben wir sonst auch Bereiche, die nach außen hin frei sind. So, holst du mal von drinnen das kochende Wasser, dann gießen wir Ja, das hier gerade mal über. wir haben wie das kochende Wasser. Das muss man jetzt hier reingießen. Oder soll ich das auch gleich hier drüber gießen? So, da kann man ja auch schon den Test machen, ob alles auch perfekt abläuft. So, Ziel ist es, dass das Bodenbrett ein bisschen vorgewärmt wird. Und unten muss ein bisschen Wasser im Auffangbehälter sein. Das ist einfach so ein länglicher Blumentopf. Natürlich ohne die Löcher durchzupieksen für den Wasserablauf, der muss dicht bleiben. So, zeig mal den weiteren Aufbau, Mathis. So, dann muss das hier wieder rein, der Kochtopf. Ja, vielleicht erklären wir noch ein bisschen was zu diesem Kocher. Das ist also ursprünglich tatsächlich ein im Fachhandel gekaufter Kocher für die Wasserdampferzeugung zum Wabenschmelzen. Allerdings war hier oben, hier sieht man noch die Schraubverbindung, so ein geschlossener schwarzer Deckel drauf mit einem Schlauch, den man dann von außen hier zuführen sollte. Das heißt, dieses dünnwandige Gefäß stand immer im Freien, auch im Winter bei Frosttemperaturen. Der ganze Wasserdampf musste durch einen winzigen Schlauch hier eingeführt werden. Wir haben das uns eine Weile angeguckt und damit experimentiert, waren aber nicht zufrieden. Kurzerhand haben wir das umgebaut, also einfach den kompletten Deckel abgenommen. Hier sieht man übrigens die Heizspirale, glaube ich, ganz gut. Und das Ganze jetzt einfach nach innen gelegt. Und hier dieser Deckel, das ist einfach eine Abdeckung, damit das Wachs nicht da selbst in den Topf rein tropft. Ein Deckel von einem alten Edelstahl-Badmülleimer eines schwedischen Möbelkaufhauses. Man könnte auch, was weiß ich, notfalls einfach eine Bodenfliese oder ähnliches nehmen. Hier ist auch noch so eine Heizspirale. Ja, die haben wir, glaube ich, vom Opa geerbt, einen Tauchsieder. Der Anschluss wäre jetzt ein bisschen zu kurz, wenn man kann aber auch einfach einen normalen Kochtopf nehmen. Ich würde jetzt wahrscheinlich einen etwas längeren Elektroanschluss hier anklemmen,
damit die Steckverbindung natürlich nicht innerhalb des wasserdampfbetriebenen Aufbaus hier nachher abläuft. So, zeig mal, wie es weitergeht. Wir machen eine Leerzange darüber, wenn es auch Platz hat. Ja. Die ist völlig runtergeritten schon. Die war uns auch mal von Motten zerfressen worden, weil wir nicht aufgepasst haben. Für sowas ist das immer noch gut genug. Jetzt kann man hier so ein Absperrgitter nehmen für das grobe Sieben. Ja, da bleibt der Trester nachher schön drauf hängen. Und dann noch das letzte. Eine Sägeberg-Zange mit wichtig mit Holzleisten, weil Plastikleisten schmelzen. Dann einfach noch den Deckel drauf. Ja, die haben wir uns einfach selbst zurechtgesägt, aber man kann, glaube ich, auch Auflageschienen aus Metall oder Holz kaufen. Die Plastikschienen, die hatten wir mal versehentlich drin gelassen, die schmelzen also so weg, die verbiegen sich bei der Hitze, die hier entsteht, ganz enorm. So, jetzt würde ich sagen, stecken wir schon mal ein, während wir das Altwachs holen, um es hier reinzuhängen. So, wir gehen mal hier zu einer Kiste. Vielleicht filmst du mal kurz, dann kann ich erklären, was damit passiert ist. Also dieses Bienenvölkchen haben wir jetzt erst entdeckt beim Behandeln mit der Oxalsäure, dass es kaputt ist. Man sieht hier ein paar restliche Bienen auf zwei Waben sitzen. Ich hole mal den Stockmeißel, dass wir es rausholen können. Es könnte erstmal so aussehen, als seien die Bienen einfach verhungert, weil die Kiste sehr leicht ist. Und alles sehr fest hier zusammen. Das muss man von unten einfach raushauen. Kein Futter mehr drin. Aber das hat eine andere Bewandtnis. Bin ich überzeugt von. Weil die 14 Kilo Zucker, die wir auffüttern, reichen. Hier, die Bienen stecken kopfüber drin, also kein Futter mehr drin, tatsächlich verhungert. Aber das Volk ist auch viel zu klein. Warum sind hier nur zwei Waben? Und hier sieht man schon, woran es liegt. Buckelbrut, also hier war wohl bei der Ameisensäurebehandlung uns die Königin kaputt gegangen. Das war eine alte Königin. Mir fiel schon im Herbst der auffällig rege Bienenflug auf. Hier sieht man auch noch die Buckelbrut. So, dann stimmte also die Volksharmonie nicht mehr. Die haben ihr Futter gar nicht mehr eingelagert. Das haben andere Bienen hier rausgeholt. Und diese Waben, die schmelzen wir jetzt einfach alle ein. Samt den draufsitzenden Bienen. Da ist ja kein Futter mehr drin, was man mit erhitzen kann. Insofern ist das ganz gut. So. Einfach hier alles rein. Unten hört man schon das Rauschen des Kochtopfs. Jetzt die restliche Zange einfach. Ich fülle mal weiter. Also man darf jetzt nicht in Versuchung kommen, die Leerzange einfach auszutauschen. Dann hätte man wieder die Plastikauflageschienen da oben drin. Ja. Kommen wir mal nach einer Viertelstunde wieder, würde ich sagen. Ja. Wie viel Wasser hast du denn in den Kocher reingemacht? Bis die Spirale bedeckt war. Gut, dann muss der jetzt nicht so viel erhitzen. Wenn man mehrere Durchläufe gleich wegschmelzen will, kann man den Kocher auch gleich ein bisschen voller machen. Und der erste Durchlauf, um alles mit zu erhitzen, dauert natürlich immer ein bisschen länger. Deswegen ist es schon effizienter,
gleich mehrere Durchläufe hintereinander zu machen und ein bisschen was an Wachs wegzuschmelzen. Also wir kommen da nachher wieder und gucken uns mal an, wie das rausläuft. Vielleicht machen wir hier unten das Wasser noch ein bisschen frisch, wo das Wachs sich drin sammeln soll, noch mal ein bisschen warm Wasser rein. Sieht mir noch ein bisschen dreckig aus. Das Bodenbrett war wohl noch ein bisschen dreckig. Bis gleich. So, wir gucken jetzt bei der unteren Zeige, was da genau passiert ist. Wahrscheinlich, wie schon auch wegen der Buckelblut, waren die Weise los. Hätten wir das früh genug gemerkt, als sie noch gelebt haben, dann hätten wir die abschütteln können. Bei Entfernung vom Standort, so hätten sie sich bei den anderen Völkern einbetteln können. Die sind auch ganz leer, die Waden. Ja, die sehen ja noch gut aus sonst, ja. Lass mal sehen. Wenn man jetzt weiß, woran die Bienen kaputt gegangen sind, dann braucht man solche Waben hier nicht unbedingt einzuschmelzen. Die hatten ja keine Krankheit. Wie der Mattes gerade erklärt hat, man hätte die Bienen einfach, um die restlichen Bienen jetzt nicht sterben zu lassen, die keine Königin mehr haben, vom Bienenstand mit einigem Abstand. Ja, wir machen das meistens am Ende von der Wiese, aber so weit muss man gar nicht. Wenn man so ein waisenloses Volk hat, reichen, würde ich mal sagen, 50 Meter oder so, einen guten Abstand, so dass die in Brut gegangenen Arbeiterinnen einfach sich nicht versehentlich doch noch mit zurückschleppen. Das ist der Hauptgrund, sonst hätte man nachher so ein Weißelmütterchen, so ein falsches. Das könnte ja auch eine Königin gefährden. Die sieht auch noch gut aus. Und wenn die schimmeln, muss man die auch alle einschmelzen. Ja, aber zeig mal die Randwabe. Ja, selbst die sieht schön aus. Also diese Waben, die brauchen wir jetzt nicht einzuschmelzen. Die kann man zur Erweiterung des Brutnestes dann noch schön nehmen. Die muss man schon eher einschmelzen. Hier sieht man ganz leicht. Ja, so leichte Schimmelränder. Und da unten ist auch der Bau nicht so schön, ne? Ja. Die schmelzen wir mal mit ein. Ja, da sieht man, dass wir auch im unteren... Eine Mittelwand. Ja, im unteren Bau immer schön, im unteren Magazin immer schön Bauerneuerungen betrieben haben, also da hatten die Bienen schon angefangen, Mittelwände auszubauen, aber weil die jetzt angeschimmelt sind. Überall Schimmelsporen und hier. Ja, dann würde ich sagen, schmelzen die mal mit ein. Hier ist auch Schimmel. Ja, die muss man einschmelzen und. Gleich säubern können wir alles gleich in die Mülltonne packen. Wir haben jetzt hier eine gute halbe Stunde gewartet und jetzt klappen wir das auf. Und wir klappen das jetzt hier auf, sodass wir uns unsere Finger nicht verbrennen. Und dann holen wir uns ein Rähmchen raus. Und packen den Deckel einfach wieder drauf, damit das nicht auskühlt. Das Rähmchen machen wir von allen Seiten sauber. Es geht jetzt schön, wenn das so kalt ist. Ja. Und dann, wenn das von allen Seiten sauber ist, einfach das nächste nehmen. Und das andere in den Korb werfen. Ja, du kannst ja das Leermagazin daneben nehmen, um es gerade zurückzuhängen. Ja. Schnell von allen Seiten sauber machen. Das geht
geht jetzt gut, weil ich gerade so ein Thronrämchen oder so erwischt habe oder wild war. Jetzt nehmen wir einfach das nächste. Ja, beim Aufmachen immer darauf achten, dass man sich nicht am heißen Wasserdampf verbrennt. Hier sieht man schön, wie der Tress da drin hängt. Der bleibt jetzt da unten auf dem Gitter liegen. Kann den auch, so heiß ist er nicht, einfach nehmen und direkt da wegschmeißen. Vorsicht, du quetscht jetzt hier oben welche, die haben wir dann gleich am Deckel kleben, ist auch nicht so schön. Jetzt einfach. Oh, guck mal, das ist sogar noch ein ganz altes, hochkant getratetes Hähnchen. Solche nutzen wir eigentlich ungern. Wir lassen sie immer kaufen, bestellen sie inzwischen nur noch quer getratet. Dann hat man oben nicht die störenden Drähte beim Sauberschrappen. Komm mal hierher, zeig erstmal. Das sind also die leer gekratzten Rähmchen. Hier einfach hier aufheben. In der Regel bleibt die Rähmchen-Drahtung erhalten. Man muss da nur vielleicht ein bisschen nachspannen, wenn man die neuen Mittelwände wieder einlöten will. Und vorher nochmal ein bisschen sauberer kratzen oder sie nochmal durch kochend Wasser ziehen, damit sie schön frisch sind. Ich zeige hier nochmal rein. Das ist also der Trester, das heißt die wachsfreien Teile. Man sieht hier auch schön, wenn man das so auseinanderzieht, dass das Wachs alles rausgeschmolzen ist nach etwa einer halben Stunde Betriebsdauer beim ersten Durchlauf. Und das hier sind diese Kokons, die jede Biene beim Schlüpf hinterlässt. Mehrere ineinander, dadurch ist das an sich schon relativ stabil, aber so dunkle Waben gehören dann sowieso eingeschmolzen. Und jetzt zeig mal die Kiste. Hier bleibt dann auch zum Teil noch der Tress da drin hängen. Solange die Kiste noch schön warm ist, kann man das gut rausmachen. Am einfachsten ist es, das Teil komplett so aufzumachen und mit einem Stockmeißel das dann runter zu kratzen. Und jetzt kann man direkt den zweiten Durchlauf machen. Man sieht, dass das Bodenbrett trotzdem noch arg kalt war. Sehr viel Wachs ist einfach unten drin liegen geblieben. Kannst du da mal reinführen, wenn man das sieht. Also entweder muss man das Ganze noch ein bisschen schräger aufstellen, dass es wirklich gut unten rausläuft. Oder besser wäre es gewesen, das Bodenbrett nicht im Kalten zu lagern, besser vorzuwärmen, dann hat man das Problem auch nicht so stark. Aber das macht nichts, das kann man nachher gut so abheben. Das meiste sollte eigentlich vorne in dieser Wasserwanne landen. So, einfach wieder zusammenstellen und die zweite Runde loslegen. So, genug pausiert. Ich würde sagen, wir machen jetzt weiter und gucken, wie weit das schon gelaufen ist. Oh ja, da ist doch deutlich mehr jetzt rausgelaufen, die zweite Runde. Bei dieser Wachskleckerei bitte keine guten Klamotten anziehen. Ja. Zieh mal den Stöpsel raus, den Stecker. Ist, okay, sieht geschmolzen aus, dann nehmen wir uns mal mit dem Messer schnell ein Rähmchen wieder raus. Und machen die Deckel mit Auskühlt wieder drauf. So, nach der dritten Runde sieht es schon deutlich besser aus, da kommt immer mehr raus. Stopft hier schon im Eingangsbereich des ehemaligen Fluglochs.
gerade wieder ein Päuschen gemacht. Es war jetzt ein bisschen länger drin, dann ist es gut sauber geschmolzen, aber normalerweise braucht man beim zweiten und dritten Durchlauf nicht mehr so lange wie beim ersten. Also beim ersten Durchlauf ungefähr eine halbe Stunde haben wir es drin gelassen. Beim zweiten Durchlauf, da waren dann zum Teil oder überwiegend unbebrütete Waben drin. Die haben wir dann nur eine Viertelstunde drin gelassen. Es hängt immer sehr davon ab, was man auch einschmilzt. Am schwierigsten ist es, schon mal dicke Futterwaben oder gar schon mal bebrütete Waben, in denen dann noch Futter eingelagert wurde. Also ich habe manchmal auch einfach das Zeug dann weggeschmissen. Man muss ja auch überlegen, wie viel Energie dann da reinfließt, um das Ganze rauszuschmelzen, ob die Arbeit dann überhaupt noch lohnt. So, wir müssen hier auch noch den Boden sauber machen. Einfach so. Sachen nehmen. Gleich ins Wachstum. Das kann man dann säubern. Haben wir auch schon ein paar Sachen auf unserer Homepage. Und dann ja, wie man das Wachs klärt, können wir nochmal in einem extra Video zeigen. Da bist du ja Experte drin. So, wenn man im Winter schafft, ist natürlich jetzt schon dunkel geworden. Wir schaffen hier mit Licht unterm Carport. Normalerweise machen wir das aber im Bienenhaus. Das ist bloß noch enger, weil wir da jetzt alles Mögliche schon lagern über Winter. So, mach mal jetzt dieses große Teil, dass man das auch noch sieht. Das gießen wir jetzt auch durch ein Sieb. Gegossen, dann in das zu dem Wachstum.